Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Octria. Yay. So, wir müssen dann noch um den Teich um zu hier. Also, nein, Teich da hinten, See hier. Da müssen wir auch noch ein bisschen Gras machen, finde ich. Aber nicht so viel wie da. Da würde ich gerne ein bisschen weniger machen. Vielleicht immer nur so an den Bäumen. So. Und hier. Ja. Und vielleicht hier. So ein bisschen, gar nicht so wirklich viel. Ja. Gucken wir gleich mal. Hier müsste auch noch was hin, ne? Also, da sieht es irgendwie auch noch so total kahl aus. Vielleicht kann man da noch einen Baum hinstellen. Hier vielleicht, wenn der dann wächst. Der wächst nicht. Hallo, du bist ein Baum, der überall wächst. Wachse. Nee. Das kannst du knicken. Dann hier. Ja. Okay. Der ist gewachsen. Dann machen wir da auch einmal Knochenmehl hin. Aber wieder ein bisschen was weg. Das soll nicht so mega viel sein. Nur so ein bisschen. Da. Und die Blumen und so lassen wir. Genau. Dann haben wir da ja auch noch einen Baum. Da könnte ja auch noch was um zu hier. So. Okay. Da ein bisschen weniger. Und? Ja, das sieht gut aus. Und da haben wir auch ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Also auch nicht so viel. Hier vorne müssen wir, glaube ich, ein bisschen wegmachen. Das ist zu viel hier an der Birke. Ne? So. Ach, den nehmen wir auch weg. So wahrscheinlich... Ja, das nehmen wir noch weg. Und dann passt das. Sieht das nämlich auch ganz nett aus. Hier finde ich, ist das auch zu viel. So. Ja, jetzt finde ich das ganz nett, aber die würde ich gerne ein bisschen versetzen hier. Das nehmen wir hier auch so ein bisschen raus. Da. Jo, ich denke, das passt so, das können wir da so lassen. Hier lassen wir das so voll verwildert, aber da eben nur so teilweise. Das finde ich ganz, ganz nett, das sieht doch gut aus. Okay. Dann gucken wir nochmal hier, ob alles okay ist. Sollte alles eigentlich okay sein. Ja, das muss halt jetzt noch wachsen. Und ich glaube hier oben, achso, hier wollte ich noch Blumenpötte hinmachen. Einen habe ich. Da, Blumentopf. So, Blumentopf. Blumentopf, Blumentopf. Wir haben noch Blumenpötte unten. Deko. Ich nehme mal erstmal alle mit. Schauen wir mal, was wir da noch reinmachen. Bei der Mine war ich am Überlegen. Ja. Mal gucken. Also Mine wollte ich gerne Schienen oder irgendwas hinmachen. Mache ich gleich. Mal gucken, wie die Sensorschienen sind jetzt der Teller, aber ich glaube, die normalen Schienen sind normal. Ne?
Hier ist alles dekoriert. Das können wir so lassen. Ja. Und das lassen wir so, wie es ist. Okay. Dann ist eigentlich hier im ersten Abschnitt ja nur noch die Mine, die nicht fertig dekoriert ist. Da gucken wir jetzt dann gleich mal nach, was wir da so machen können. Dann nehmen wir Mohn hier rein, ne? Ja, finde ich ganz nett. da hat sich ein Kaninchen drin verlaufen. Ah ja, okay. Was machen wir hier? Das sieht auch so kahl aus, finde ich. Ein Baum wächst da nicht. Vielleicht einmal Dings rein, Knochenmehl rein. Ja, sieht gleich besser aus. Können wir hier vielleicht auch machen. Ja. Das wirkt dann gleich ganz anders. Was machen wir hier? Das ist echt, also das hier vorne würde ich so lassen. Aber ich würde hier drinnen gerne noch ein bisschen was verändern. Und tatsächlich dann mit Minecarts oder sowas. Vielleicht kann man da einfach so eine Schiene hinlegen. Und ja, so tun, als ob. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Wir machen uns einfach mal ein paar Schienen. Ich habe Eisen aufgehoben, ganz viel. Gehen wir mal schauen. So, packen wir erstmal, das packen wir jetzt mal hier aus. Die Blumen auch und die Setzlinge packen wir jetzt auch erstmal aus. Die Hecke behalte ich mal. Mensch, wir haben noch Erde über. Das ist ja echt toll. So, was wollten wir jetzt? Ach genau, Eisen. Eisen. Schienen machen und einen Minecart. Ah, jetzt muss ich echt überlegen, ne? Oh, verdammt, wie waren denn Schienen? War das so und so? Ja, 16 Stück kriegt man daraus. Ja, die könnten uns doch schon reichen. Das ist ein Minecart, genau. Okay, dann würde ich aber gerne noch ein paar Truhen mitnehmen. Gar nicht, um wirklich Truhen, also um sie zu nutzen, sondern für Dings, Deko. Das einmal. Nein, ich wollte gerne das da. So. Eine? Nee, eine ist zu wenig. Wir machen zwei. Ach, nehmen wir halt das, weil es jetzt... Ist ja egal. Hey. So, zwei Truhen. Nein, da ist Eichenholz. So. Sandstein können wir auch schon mal auspacken. Lava vielleicht mitnehmen? Lava fände ich nicht schlecht. Ein paar Gitter? Mal schauen, mal schauen. Wir machen das erstmal hin und gucken dann nochmal. Vielleicht können wir auch eine Truhenlore machen. Kann man das so im Inventar machen? Ja. Oh, das nehmen wir. Und dann könnte man ja eigentlich hier schon mal... Da kommen wir nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Das geht nicht. Das ist aber doof. Das finde ich jetzt aber ganz doof, dass das nicht funktioniert. Ui. Moment, wir gucken mal, was wir da machen können. Ach, das ist wirklich doof. Sonst einfach so und die da hinstellen. Ja, so geht das doch. So sieht das doch ganz, ganz nett aus. Vielleicht noch ein bisschen Laub. Aber ich glaube dann doch eher Grünes. Ne? Wir haben hier Grün und Rot, genau. Da gucken wir gleich nochmal nach. So, und hier würde ich das dann eben so machen, dass die Lore quasi da so reinfährt und dann hier einen Poller hat. Was machen wir den?
Das erstmal machen wir das hier weg. Das brauchen wir hier nicht mehr. Oder wir lassen sie gegen die Wand fahren. Das ginge so auch. Huch. Werkbank. Warte mal, Werkbank geht über Octria. Genau. Dann machen wir uns nochmal eine Lore und dann machen wir uns einen Eisenblock. Den stellen wir dahin. Die Lore machen wir wieder mit Truhe. Und hier würde ich sagen, packen wir dann einfach mal ein paar Erze als Deko hin oder so, ne? Stellen die hier einfach mal hin. Und hier vielleicht auch so ein paar. Könnte man vielleicht auch hier ein bisschen abgrenzen. Das ist... Da könnte man dann vielleicht mal ein bisschen Gitter oder sowas hinmachen, dass man hier vernünftig runterkommt. Weil das ist ja schon mal, dass man so über die Ecke irgendwie mal rüberspringt und dann hier unten landet. Ja. Ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht Gitter würden sich da gut machen. Oder das können wir hier alles gar nicht wirklich wegnehmen. Dann machen wir das wieder zu. Und machen da vielleicht einen etwas größeren Berg draus. Jetzt habe ich natürlich keinen Sandstein mehr. Das finde ich irgendwie... Ja, ich finde das besser, wenn das so ein bisschen mehr zu ist. Okay, wir gehen nochmal Sandstein holen und ein paar Erze. Und ein bisschen Laub, würde ich sagen. Dann packen wir das da einfach mal hin und schauen mal. Haben wir hier noch irgendwo Erze? Da. Das war es aber auch schon. Mehr haben wir nicht, weil ich immer alles gleich in den Ofen schmeiße. Da ist auch nichts. Nee. Nee. Okay. Da ist auch nichts mehr drinnen, ne? Na-a. Okay. Dann das Laub. Grün hatte ich gesagt. Fichte, genau. Fichte und Akazie nehmen wir mal mit. Nur sonst, nee, ist alles schon gebrannt. Einfach beim nächsten Mal hebe ich mal ein bisschen was auf. Gerade Gold, das brauchen wir ja sowieso eigentlich nicht. Also nicht wirklich. Und dann kann man das da mal hinpacken. Da, genau. Mit dem Roten komme ich immer so ein bisschen ins Schleudern. Das finde ich nicht so gut. Ja. Oder? Das hier vielleicht weg. Ja. Das ist schon besser. Gut, so lassen wir das erstmal. Und ach, jetzt habe ich Sandstein vergessen. Ach, verdammt. So, und hier dann eben so ein bisschen die Erze mit hinstellen. Machen wir hier Gitter hin oder eher nicht? Ich würde das schon ganz gerne in den Geländer oder irgendwas haben. Mir ist das dazu offen. Circa überlegen, Gitter, wie waren die so genau? Okay. Ja, das sieht doch ganz nett aus.
Oder? Oder eher Hecke. Wir probieren das einfach mal aus. So nicht, ob Hecke unbedingt in die Mine gehört. So. Weil das auch echt toll aussieht. Vielleicht kann man noch irgendwie Ranken oder so hier reinhängen. Da muss wieder ein Sandstein unter. Genau. So. Ja, dann nehmen wir Hecke. Sieht ja ganz nett aus. Vielleicht kann man da so ein paar Ranken runterwachsen lassen. Und hier die Ecke ist dann ja eigentlich auch mehr zu. Vielleicht kann man da dann... oh je. Einfach auch ein bisschen rotes Laub verteilen. So. Mehr würde ich da gar nicht wirklich machen. Vielleicht da noch ein grünes. Also hier. Gut, da muss da auch noch eins hin. Und da. Okay. Mhm. Ja, das gefällt mir schon. Das da gefällt mir ganz gut. Das ist ganz cool. Und hier mit dem Grün gefällt mir das eigentlich auch. Dann schauen wir mal, dass wir uns noch ein paar Ranken besorgen. Und die dann noch irgendwie an die Decke machen. Da können wir eigentlich ja auch Laub oder so dran machen, ne? Haben wir hier Ranken? Wo Ranken? Nö. Haben wir, glaube ich, auch hier oben gar nicht. Nee, die sind unten. Und zur Not müssen wir uns halt welche machen. Wir haben ja welche. Da haben wir genug Ranken. Mehr wie genug Ranken. Da haben wir eigentlich auch genug dabei. Ja, das sollte reichen. So, das Eisen packe ich mal wieder aus. Das kommt mal wieder hier hin. Dann machen wir die Eisengitter gleich mit rein. Türen, Tore. Weg damit. Ja, sonst, nö. Den Rest nehmen wir erstmal mit. Und dann schauen wir jetzt nochmal, dass wir da die Deko fertig kriegen, dass wir dann im nächsten Part wieder ins andere Gebiet können. Und da dann einfach weitermachen. Dann ist hier nämlich auch wirklich fertig. Ja, also ich würde sagen, das ist dann tatsächlich abgeschlossen. Kann ich da platzieren? Yay! Ah, cool. Ich brauche mir nicht mal irgendwas überlegen, wie ich denn das jetzt da hinkriege. So, dann machen wir hier einfach noch ein bisschen Laub an der Decke. Da, genau. Da noch. Und da. Und eventuell da noch, genau. Und hopp. Zack. Ja, das würde ich sagen, reicht erstmal. Und dann können wir hier nämlich eine Ranke dran packen. Da können wir welche dran machen. Die darf ruhig hier so mitten reinwachsen. Ach, wenn ich nur höher kommen würde. Ich bin so klein hier. Zack. Okay. Ja, und dann noch. Und dann, denke ich, reicht das hier auch erstmal. Ja, und mit der Wende, das schauen wir dann einfach mal. Inwieweit wir das dann hier zuwachsen lassen. Genau. Okay, also das soll jetzt erstmal reichen. Ich denke, muss man nochmal gucken, ob man da noch irgendwas anderes macht, weil hier ist es teilweise auch sehr dunkel. Ja, also wenn man da einfach mal eine Fackel so dran macht. Das wäre ja eigentlich auch was, ne? So, genau. Okay. Das ist doch schon mal gut. Gut, dann lassen wir die Mine jetzt mal Mine sein. Ich denke, das ist erstmal okay. Vielleicht kann man da das ein oder andere noch zumachen. Müssen wir mal gucken, wenn dann
wenn dann irgendwas einfällt. So, dann jetzt erstmal alles auspacken. Dann gehen wir ins neue Gebiet. Beziehungsweise gucken gleich erstmal nach unserem Teich nochmal. Das lasse ich mal hier. Den Rest nehmen wir jetzt erstmal mit. Obwohl die Schienen, die können auch hier bleiben. Die packen wir einfach in Technikkiste. Genau. Na, lass mich raus. So, dann schauen wir mal, wie weit das Gras da hinten gewachsen ist. Ein Stückchen. Aber noch nicht weit genug. Schade, schade. So, dann ins neue Gebiet. In unser Wohngebiet. Ja, und der Eisengolem dreht im Wasser völlig durch. Tja. So ist das halt. Einmal. Dann können wir hier jetzt ja mal mit dem Wasser weitermachen. Da muss ich aber weiter ran. So. Und da müssen wir dann auf jeden Fall halt noch die Wege lassen, ne? Ich weiß nur nicht, wo genau wir die Wege hinmachen. Da müssen wir dann nochmal schauen. Weil da, wo die Schafe sind, kommen ja jetzt die Lamas hin. Und ganz hinten, ja, die Pferde haben wir gesagt. Und da dann die Kaninchen. Und in unseren Garten hinterm Haus kommen dann unsere ja, Haustiere sozusagen hin. Also die beiden Hühner. Die das eine Kaninchen, das Toast, das kommt auf jeden Fall mit. Und Violetta kommt mit, genau. Mulenia. Ach so. Und ich war gemeint, okay. So. Dann haben wir das hier gleich voll. Das wollten wir wegmachen. Da sollte ein Grünstreifen doch hin, ne? Genau. Den können wir eigentlich gleich ausbuddeln. Ich habe ja Erde noch dabei. Zwar kein Grün, aber das können wir uns dann ja noch holen. Den grünen Block. So. Okay, ich würde das jetzt erstmal so lassen. Dann können wir hier nämlich schon die Erde reinmachen. Und da kann man da nämlich schön, wenn das dann grün ist, Blumen draufpacken. So, das Behutsamkeitshack habe ich keine dabei, ne? Ach, dann machen wir das einfach kaputter. Da haben wir ja eigentlich genug von Laub, beziehungsweise das ist ja sowas von schnell gemacht. So. Okay. Und hier dann die Hecke drauf. Bis hier. Und da würde ich dann mit dem Weg eigentlich weitergehen, glaube ich. Da haben wir noch was. Mhm. So. Noch eben da das Wasser fertig auffüllen. So. Und im nächsten Part fangen wir dann endlich an mit dem Haus einrichten und mal gucken. Vielleicht schaffen wir das relativ zügig, dass wir die Dings hier rüberkriegen, die Pferde und dann auch das Lama. Das relativ zügig alles gebaut bekommen. Mal gucken. Genau. Also wenn ihr noch Sand über habt, dann bin ich dafür jegliche Spende total dankbar. Denn im Keller der Umbau, der kostet schon ganz, ganz schön viel Sand. Also wenn ihr da was über habt, dann freue ich mich über jede kleine Spende. So, die Hecken haben wir dann erstmal weitestgehend fertig. Ah, es sieht schon gleich ganz anders aus, ne? Es ist gleich schon irgendwie viel netter. Okay, ich würde jetzt aber trotzdem erstmal an dieser Stelle den Part beenden. Im nächsten schauen wir dann mal, dass wir am Wohnhaus weitermachen und vielleicht auch schon mit dem Pferdestall anfangen. Also, bis denn. Ciao, ciao.